Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich melde mich zurück mit einem Quick-Tipp, der, wenn ihr die Videolänge gesehen habt, vielleicht gar nicht so quick anmutet, aber der Tipp an sich ist relativ einfach. Und zwar habe ich hier ein Scrapbook-Layout für euch. Ihr möchtet ja mehr Scrapbooking sehen. Und da habe ich im Hintergrund den gesamten Hintergrund dieses 12x12-Layouts geprägt mit der Tiefenprägeform Kachelkunst. Das ist sie. Und wie ihr seht, ist die ja viel kleiner als das Layout. Und wie ich das gemacht habe, das ist Inhalt des Quick-Tipps. Und wenn ihr Lust habt, bleibt einfach dran, dann könnt ihr sehen, wie dieses Layout insgesamt entstanden ist. Der Entstehungsprozess kann ein bisschen länger dauern, läuft im Zeitraffer, läuft mit Musik im Anschluss an den Quick-Tipp. Bleibt also gerne dran, wenn ihr sehen möchtet, wie so ein Layout entsteht. Und damit blenden wir jetzt zum Quick-Tipp. So, da sind wir ganz am Anfang meines Projekts. Ihr seht hier eine Prägeform. Das ist die Tiefenprägeform Kachelkunst, noch in der alten Ausführung. Unterschied erkläre ich euch gleich noch. Und dann habe ich mir genommen einen 12x12 Bogen, flüsterweißen Farbkarton, und aus dem möchte ich jetzt diesen Kachelkunst-Hintergrund kreieren. Ihr könnt auch mit einem normalen Bogen flüsterweiß arbeiten, müsst euch das dann nur entsprechen, da habt ihr ein bisschen mehr Verschnitt zurechtschneiden. Und was ich jetzt als erstes mache, ist, dass ich mir den Bogen in Viertel teile, nämlich in 6x6 Inch jeweils, und bekomme dann nachher 4 Quadrate raus. So, wir schneiden uns jetzt hier 4 Quadrate a 6x6 Inch. Dieser Hintergrund wird ein 12x12 Layout wahrscheinlich nicht komplett ausfüllen, weil wir noch ein bisschen Verschnitt dabei haben werden. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr euch entsprechend mehr zuschneiden. So, und dann habe ich jetzt hier die 3D-Prägeform Kachelkunst noch in der alten Ausführung. Und da passen unsere Papiere genau rein. Also die neue Ausführung wird auch eine 6x6 Inch Ausführung sein, aber etwas schmaler. Das habe ich euch schon mal erklärt. Ich nehme hier schon mal die Big Shot. Der normale Aufbau bei den alten Prägeformen war ja Grundplatte ohne Auflegeplatte, die 3D-Prägeform und eine normale Acrylplatte. Wenn ihr diese Prägeform in der neuen Ausführung habt, dann braucht ihr die blaue Prägeplatte. Und das habe ich euch hier oben unterm i schon mal als Tipp oder als Stempelklasse irgendwie schon mal aufbereitet. Guckt da einfach nochmal drunter. Ich habe hier die alte Ausführung, das heißt, ich brauche die normale Acrylplatte und drehe mir jetzt alle 4 Designs da einmal durch. Also alle 4 Blätter. Und ich lege mir jetzt, wenn ich die fertig geprägt habe, auch so übereinander, dass immer oben rechts hier auch wirklich aufeinander liegt, damit ich nachher nicht durcheinander komme, wenn ich sie aneinander reihe. Achtet darauf, dass ihr diese Quadrate wirklich gut in der Prägeform platziert. Am besten direkt oben an dem Knick anlegen. Und durchkurbeln. So, das ist das 4. Stück. Also bei der Kachelkunst haben wir ein fortlaufendes Muster. Nicht so schlimm ist es zum Beispiel bei der Struktureffekt. Da habt ihr ein Muster, was ihr gut aneinander reihen könnt. Und jetzt seht ihr, haben wir ja immer hier außenrum, das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, ein Rand, der nicht geprägt ist. Und den schneiden wir jetzt als erstes ab. Und ihr seht, ihr könnt das gut aneinander stückeln nachher. Wenn ihr das gut ausgestanzt habt, passt das ganz gut aneinander. Aber wir arbeiten noch ein bisschen nach. Und das mache ich ganz gerne mit dem Hebelschneider. Der macht einfach die schnellsten und saubersten Schnitte. Und schneide mir das nicht geprägte ringsrum ab. Manchmal ist das auch bloß so ein Millimeter.
Da würde der Papierschneider mit den Klingen versagen. Hier ist kein Rand. Hier ist noch ein bisschen angeprägt. So, und spätestens jetzt kommen meine Blätter durcheinander. So. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das aneinander reihen. Hier haben wir ein bisschen Versatz drin. Das passt gut. Relativ gut. Das passt gut. So. Das ist jetzt so ein bisschen Fummelarbeit, damit man sich so einigermaßen passend wieder hindeichselt. Das sieht ganz gut aus. Jetzt kommt die besondere Schwierigkeit, hier das vierte Stück dazu zu puzzeln. Man muss ja auch mal bedenken, man scrappt darüber ja auch noch, ne? Also selbst wenn es mal nicht so haargenau passt, weil hier muss es ja jetzt hier passen und da. Wenn es mal nicht so haargenau passt, ist das auch kein Beinbruch. Weil im Zweifelsfall scrappen wir da eh drüber. So. Ich denke, ich lasse das so. Das passt nicht optimal, aber es passt ganz gut. Und jetzt nehme ich mir ein Bogenpapier, vorzugsweise wieder ein weißes, weil man dann hier die Stoßkanten nicht so sehr sieht. Wenn ihr mal nicht so genau geschnitten habt, nehme ich mir jetzt hier ein Stück weißes Papier drunter. Und es passt fast genau. Nee, seht ihr? Hier unten, nee, seht ihr nicht. Hier unten steht es, hat es ein bisschen Freiraum. Und da oben auch. Aber ich werde das jetzt einfach hier mal draufkleben. Jetzt überlege ich, ob ich materialschonend arbeite oder nicht. Nö, ich arbeite nicht materialschonend. Den Rest kann ich mir dann nämlich abkleben. So. Das kleben wir jetzt hier drauf. Ich bin immer noch im Überlegen, ob ich das nicht doch lieber ein bisschen... Hier könnte ich es nämlich ein bisschen noch abschneiden. Aber wir fangen erstmal an. Wir fangen erstmal an. Und hier ist es jetzt auch wichtig, dass ihr dann an den Stoßkanten gut Klebemittel habt. Also geht mit dem Klebemittel ruhig auch in den Rand. Jetzt setze ich mir das hier oben auf und lasse mir auch ringsrum noch ein bisschen Luft. Das schneide ich nachher ab. So, dann habe ich ja gesehen, hier unten komme ich nicht so optimal hin. So besser. Aber eigentlich gefiel mir das hier so ganz gut. Das klebe ich jetzt hier dran. So, und da schön den Stoß an den Stoß. Bei diesem Muster ist es wirklich ein bisschen frickelig, aber es wird belohnt. Auf alle Fälle. So. Dann gucken wir mal, wie wir hier hinkommen. So. Und da oben finden wir auch gleich noch einen Anschluss, bestimmt. Hier geht es ein bisschen auseinander, aber in den sauren Apfel beißen wir. Man kann da sicherlich auch noch ein bisschen nacharbeiten und noch mal ein bisschen wegschneiden. Also dieses Kachelkunstmuster ist nicht oben wie unten gleich. Das merkt man, wenn man es aneinander setzt. So,
Aber das haben wir ganz gut gelöst gekriegt. Was wir allerdings jetzt haben ist, das zeige ich euch mal, wenn wir rangehen. Ich habe nicht ganz saubere Hände gehabt, ist aber nicht so schlimm. Wir haben hier relativ viel Rand. Hier drüben haben wir aber so gut wie gar keinen Rand und hier haben wir diesen Stoß. Hier haben wir wieder ein bisschen Rand, hier wieder weniger. Das ist nicht ganz so schön, aber ich möchte mir das ohnehin gleich noch matten. Das heißt, ich werde mir jetzt ein Lineal mit Metallkante nehmen und mit einem Cuttermesser. So, gucken, dass ich das hier so ein bisschen im rechten Winkel anlege. Da ist so eine Matte echt super. Und ziehe mir jetzt hier mit dem Cuttermesser das gerade. Also ich habe hier auch so ein Bastel-Cuttermesser. So quickie ist der Tipp gar nicht, ne? Aber ist nicht so schlimm. So, und jetzt hat man eine gerade Kante, wo man anlegen kann und könnte jetzt mit einem Hebelschneider oder auch mit dem Papierschneider danach arbeiten. Ich gehe jetzt hier aber weiter mit dem, obwohl ich könnte auch den Papierschneider nehmen. Mal gucken, ob wir da so durchkommen. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich so schneide, dass ich keine Überstände habe, nämlich oben und unten nicht. Da braucht ihr eine scharfe Klinge. Ich weiß, das ist nicht das beste Thema. So, und jetzt gucken wir einfach noch mal. Elf, drei Viertel. Fast. Hier drüben kann noch ein Millimeter ab. Ja, jetzt passt das wieder. 11 Dreiviertel mal 11 Dreiviertel. Und das Ganze werde ich mir jetzt, ich möchte ja einen Apfelkuchen verscrappen. Ich noch nicht so weiß, wie ich die drauflege. Das werden wir gleich sehen. Da eignet sich dann natürlich auch ein grüner Untergrund. Und jetzt habe ich mir damit auch gleichzeitig noch eine Mattung geschaffen und kann so weiterarbeiten. Ich hoffe, das kann man erkennen. Ja. Hier habe ich mir jetzt noch eine grüne Mattung geschaffen und das ist mein Quick-Tipp für heute, wie man Hintergründe gestalten kann, nämlich einen komplett geprägten 12x12 Bogen und als Hintergrund für ein Scrapbook-Layout. Wenn ihr sehen wollt, wie dieses Layout weiter vonstatten geht, dann bleibt einfach dran. Ich lasse da jetzt den Zeitraffer laufen und unterlege es mit Musik und dann seht ihr, wie so ein Scrapbook-Layout bei mir entsteht. Also, ich sage an dieser Stelle schon mal tschüss, bleibt gesund, bleibt kreativ und bis bald auf meinem Kanal. Und wer mag, bleibt jetzt noch weiter dran und guckt, wie dieses Layout weiter entsteht. Smile.
round town in a city of gold. When I was struck by luck, 'cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair left your scent in the air, and the sun was almost acting as a spotlight just for you, making flowers bloom. Days are made for you. You make me weak in the knees. I'm doubling you and me. So darling, please fly away with me, and you will see. Away before I could say that all I want is you and to be near, standing where you are. I'll give you my heart, peace when we're apart. But then he walked by, you see, he walked by and started to smile. Got up and took him by the hand. Now I understand that he is your man. You make me we can stay.